So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und unser Thema heißt, soll ich oder soll ich nicht? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im Moment oder vielleicht schon eine längere Zeit in einem Konflikt stehen. Soll ich das nun so tun? Soll ich das sagen? Soll ich es nicht sagen? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Wir hatten gestern einen Fall in der Sendung, der genau zu diesem Thema passte. Und ihr seid sehr aufmerksame Zuschauer und Zuhörer, was ich sehr zu schätzen weiß. Und dieser Fall hat doch einige Reaktionen hervorgerufen. Es gab einige Post und Meinungen und Stellungnahmen. Und da haben wir uns überlegt, wir rufen den Anrufer von gestern nochmal an und laden ihn nochmal, das heißt jetzt, in unsere Sendung ein. Und ich begrüße auch heute nochmal den Hans. Und Hans ist 67 Jahre alt. Hallo Hans. Guten Morgen, Domian. Schön, dass wir uns nochmal sprechen. Ja, freue ich mich auch. Ja, also vielleicht sagst du nochmal kurz für die Zuschauer und Zuhörer, die gestern nicht dabei waren, was dein Konflikt ist. Ja, ganz kurz gefasst ist der Konflikt, dass ich die Lebensgefährtin verlassen müsste, um zum Sohn zu ziehen. Dazu muss man wissen, dass ich sehr schwer krank bin und seit 6,5 Jahren nicht draußen war, ja, weil ich einfach keine Treppen rauf und runter komme. Ja. Das und ist so in kurzen Worten. In kurzen Worten. Und mit deiner Lebensgefährtin bist du seit 35 Jahren zusammen, genau, ne? So alt wie der Sohn ist. So alt wie der Sohn ist. Jetzt machen wir mal Folgendes, Hans. Ich habe jetzt mal stellvertretend für die Meinung der Zuschauer und Zuhörer, die sich zu dir geäußert haben, mal drei Mails herausgenommen. Und ich lese die mal einfach vor und dann kannst du ja vielleicht etwas dazu sagen. Ja. Und zwar schreibt Hildegard aus Konstanz, schreibt, hallo Domian, ich wüsste mal gerne zum Fall von Hans. Was denkt eigentlich der Sohn, dass er mit seinem Angebot an seinen Vater seine Eltern quasi auseinanderreißt? Ja, dessen ist er sich schon bewusst. Aber es ist ja nicht so, dass der Kontakt total abreißen sollte. Er kann ja jetzt eben durch diesen Neubau auch vielleicht nur einmal im Monat kommen. Und wie gesagt, Besucher hat er ja nicht ausgeschlossen, aber unter dem Vorbehalt, dass sich die beiden nicht sehen zunächst mal. Das war genau das Problem gestern, dass du deine Lebensgefährtin, also sagen wir mal deine Frau, das klingt immer so mit der Lebensgefährtin, dass sie sich eben mit der Schwiegertochter so schlecht versteht, dass sie eigentlich auch nicht gerne zu Besuch kommt, wenn die beiden Frauen sich begegnen. Und das ist nicht seine Absicht, uns auseinanderzureißen. Also er versucht oder er arbeitet dran, dass das irgendwie in bessere Bahnen kommt. Aber das geht nicht von heute auf morgen, wenn es überhaupt gehen sollte. Du hast gestern schon gesagt, dass von Anfang an, solange dein Sohn mit seiner Frau zusammen ist, das nicht funktioniert hat zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Ja. So, dann noch eine andere Post von Conny. Conny schreibt, mich hat das Gespräch gestern mit Hans sehr berührt. Besteht nicht die Möglichkeit, dass er zusammen mit seiner Lebensgefährtin in eine behindertengerechte Wohnung zieht? Ja, da haben wir natürlich auch schon dran gedacht, aber das ist irgendwie umzugsmäßig, kostenmäßig kaum zu bewältigen. Wie man sich vorstellen kann, wenn man sehr, sehr lange krank ist, auch weit vor der Rente, dann hat man keine Reichtümer. Das heißt also, ein Umzug, das wäre schon mit Geld verbunden. Wenn das Geld kein Problem wäre, wäre das dann für dich auch oder vielleicht sogar die schönere Variante? Es wäre eine Variante. Ob es die schönere wäre, das kann ich nicht sagen. Dazu müsste man die neue Wohnung sehen, die Umgebung, ist da ein Balkon, wie viele Treppen und so weiter. Also die eindeutig schönere Variante ist die beim Sohn. Aufgrund der Verhältnisse in dem neuen Haus. Eben, und was die Großzügigkeit angeht und man braucht keine Treppe, keinen Tritt, um draußen zu sein und so weiter. Schönere Variante meinte ich in dem Sinne, dass du dann mit deiner Frau zusammen sein könntest. Ja, aber das ist wirklich eine Kostenfrage und wenn man sich, ich möchte jetzt nicht mit Zahlen hier rumhantieren, aber wenn man sich alleine vor Augen hält, was ich
bei wie es allen Menschen geht, die Rente kriegen. Die Rente wird immer weniger und die Kosten werden höher. Und was ich alleine an Medikamente ausgeben muss, Zuzahlungen und so weiter. Also das geht auf keine Kuhhaut. Okay. So, und dann die dritte Äußerung kommt von einem anonymen Schreiber, der schreibt, ich finde die Lage in der Hans ist außerordentlich schwierig. Ich glaube, dass Domians Einschätzung richtig war und Hans sollte zu seinem Sohn ziehen. Aber irgendwie ist mir die Rolle von seiner Frau bzw. Lebensgefährtin nicht ganz klar. Ist sie so selbstlos, dass sie einem Umzug ihres Mannes zum Sohn zustimmt? Oder ist schlichtweg die Beziehung zwischen Hans und seiner Frau so angeknackst, dass eine Trennung für beide das Beste wäre? Nee, so angeknackst ist sie nicht. Aber sie ist wirklich ein selbstloser Mensch. Wenn man sich nur mal vor Augen hält, dass meine Frau 24 Stunden für mich da ist, wenn es sein muss, morgens um 4 mit mir aus dem Bett kommt und dann irgendwelche Sachen säubern muss, wo ich nicht rankomme. Ja. Also sie ist wirklich selbstlos. Glaubst du, dass sie sehr traurig, so in ihrem tiefen Inneren sehr traurig wäre, wenn du zum Sohn gehst? Ja, ich glaube es schon, aber auf der anderen Seite, das sagte ich ja gestern schon, sie sagt, es wird mir mit Sicherheit nicht leicht fallen und es wird alle eine riesige Umstellung sein, aber was für dich gut ist, dem würde ich zustimmen. Da kann ich mich nur wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Also, natürlich wäre die alleroptimalste Lösung, wenn dein Sohn etwas vermitteln könnte zwischen den beiden Frauen. Tja. Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass du so schwer erkrankt bist und irgendwann muss man ja auch mal das Kriegsbeil zur Seite legen. Ja, ich finde auch, nach so vielen Jahren, da müsste irgendwann mal von beiden Seiten, sage ich jetzt bewusst, also jetzt Schwiegertochter, Schwiegermutter, mal einen Schlussstrich gezogen werden. Du hast mir gestern ja gesagt, dass du gar nicht so richtig erklären kannst, woran es liegt. Ja, oder? Es waren Kleinigkeiten, wie gesagt, wie ich gestern schon sagte, die sich dann hochgeschaukelt haben. Und beides sind Sturköpfe. Ich wollte gerade fragen, ist denn deine Frau... ja, die ist auch sturköpfig. Ja, sie ist zwar sehr zart beseitet, aber in solchen Sachen, da ist sie ein richtiger Sturkopf. Ja. Und vielleicht war damals, als dieser Streit begann, auch ein bisschen Eifersucht dabei, soll es ja geben, wenn die Mutter den Sohn an eine andere abtreten muss. Natürlich, ja. Das dazu kam noch, dass der Sohn immer mehr den Hang zum Vater hatte. Das hat sich dann summiert und bei ihr vielleicht aufgestaut und ein paar Gläschen Wein waren auch dabei. Ach so, ja. Wir haben gestern ja unser Gespräch beendet, dass ich so auch gesagt habe von all dem, was du mir hierher gelegt hast, dass meine Tendenz auch dazu geht, dann zu sagen, du solltest zu dem Sohn ziehen. Ja. Ich habe wirklich heute auch über dich und deinen Fall sehr oft nachgedacht, weil ich das eine sehr schwierige Entscheidung finde. Da ist die Frau, da ist die 35-jährige Verbindung, da ist der Sohn und beides ist irgendwie, aber, nach dem, was du jetzt wieder geantwortet hast, auch auf die Fragen der Zuschauer, bleibe ich dabei, bei dieser Tendenz, das zu sagen. Ja, also mich hat unser Gespräch auch sehr aufgewühlt. Ich bin erst gegen 5:30 ans Schlafen gekommen, muss ich sagen. Was mir da alles durch den Kopf ging, und das wird heute nicht anders sein, ich hatte gar nicht mit derartigen Reaktionen gerechnet. Als ich vorhin in den Anruf kam, war ich sehr erstaunt. Ja, die Leute hören sehr genau zu nachts, und das ist nicht so eine Sendung, die einfach so nebenher plätschert, sondern viele denken mit. Ich sehe sie ja schon lange genug, ja. Ich höre auch sehr aufmerksam zu. Wie war das denn für dich heute so den Tag über? Bist du auch in diese Richtung weitergegangen, die Entscheidung zu treffen, zu deinem Sohn zu gehen? Oder? Also diese Entscheidung habe ich nicht getroffen, wobei ich sagen muss, ich habe fast den ganzen Tag über gegrübelt und immer wieder über unser Gespräch nachgedacht, und ich habe mir diese Aufzeichnung, die ich gemacht habe, hier über das Videogerät, habe ich mir einige Male angehört und angesehen. Ja. Ich bin aber noch zu keiner Entscheidung gekommen. Ja. Es ist auch wirklich sehr schwierig, finde ich. Ja, ist es auch. Ausgesprochen schwierig. Die Lösung des Problems, finde ich, liegt bei den beiden Frauen. So ist es. Ja, wenn die sich arrangieren könnten, dann wäre es wunderbar.
Wobei natürlich dann immer noch das Problem wäre, dass deine Frau nicht mehr bei dir wohnt. Ja, ich meine, technisch wäre das durchaus möglich, wenn da alles oder wenn da mal Tabula Rasa gemacht werden würde, ja. Da ist so viel Platz, da wäre auch für zwei Mann Platz, so ist es nicht. Also das wäre die größte Geste, menschliche Geste von der Schwiegertochter, wenn sie sagen würde, komm, egal was in der Vergangenheit war, die Eltern sind alt und der Vater ist krank, jetzt machen wir das mal so. Ja, zumal sie selbst ihren eigenen Vater auch an Krebs verloren hat. Also ob sie diese Größe hat, vermag ich nicht zu sagen, bei aller Sympathie, die ich für sie habe. Also ich will dir mal sagen, wenn ich dein Sohn wäre, dann würde ich nicht locker lassen, ich würde die beiden Frauen an den Tisch nehmen. Und würde so lange mit denen quatschen, bis wir eine Lösung gefunden hätten. Ja, ich hätte das auch schon gemacht. Weil so ist das alles irgendwie... Verfahren. Ja, es ist so... Mhm. Es bleibt immer so ein übler Nachgeschmack, je nachdem, wie man sich auch entscheidet. Ja. Und das ist doch absurd, da ist ein neues Haus, du hast gesagt, ein riesengroßes, tolles Grundstück mit Natur und du warst so lange, das muss man sich ja auch nochmal vor Augen halten, dass du über 6 Jahre nicht draußen warst aufgrund deiner Erkrankung. Das wären fast schon 7, also ich habe jetzt noch was untertrieben. Und du kannst da schön ins Grüne gehen, hast einen Balkon und Blumen und weiß nicht was. Balkon braucht man ja nicht, man hat ja die Terrasse. Die Terrasse, ja genau, ich wollte Terrasse sagen. Mhm. Ja, Hans, also ich fand das toll, dass unsere Zuschauer und Zuhörer sich engagiert haben. Wenn sie sich in irgendeiner Form nochmal melden sollen, ich bedanke mich ganz herzlich und auch bei eurem Team und bei dir insbesondere. Ja. Das hat mir sehr gut getan. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, ich sag einfach mal so, ich hoffe, dass du da hinziehen kannst, ein schönes Zuhause hast und dass ich nicht nur sage, dass du da hinziehen kannst, sondern dass ihr da hinziehen könnt. Ja, also wenn irgendwie sich was verändert, vielleicht in einigen Wochen, in einigen Monaten, ich weiß nicht, ob es dich interessiert, ich würde dann gerne nochmal mit dir sprechen. Mich würde es brennend interessieren. Ja. Es ist ja immer so schwierig, hier durchzukommen. Kannst du mailen? Geht das? Vom Sohn aus. Vom Sohn aus. Ja. Okay, dann mail uns doch ganz einfach und dann können wir gerne nochmal miteinander in Kontakt treten. Ja. Sehr gerne, sage ich wirklich. Ja, ich auch. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute und auf dass die Dinge sich fügen, so wie sie eigentlich sein sollten, lieber Hans. Ja, ich danke schön und toi, toi, toi für die heute hier sind. Dankeschön, Hans, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema, falls ihr gerade hinein gezappt sein solltet, heißt, soll ich oder soll ich nicht? Also da gibt es ja tausend Fragen, die man sich stellen kann. Soll ich meinen Partner verlassen? Soll ich meinem Kind sagen, dass es vielleicht durch eine Vergewaltigung entstanden ist? Soll ich mich wegen einer Straftat, die ich begangen habe, selbst anzeigen? Oder soll ich einem Angehörigen sagen, dass ich sehr schwer krank bin? Oder soll ich es ihm nicht sagen, um ihn zu schonen und ihm keine Sorgen zu machen? Und so weiter und so weiter. Wenn ihr in einem solchen Konflikt stecken solltet, vielleicht ganz aktuell, aber vielleicht auch schon seit sehr langer Zeit und wisst nicht so recht, was ihr machen sollt, manchmal ist es ganz gut, wenn man darüber beraten kann. Man findet nicht unbedingt sofort die Lösung, aber so ein Gespräch kann ja schon mal das ein oder andere anstoßen und man findet irgendeinen anderen Gedankenweg danach. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit der Melanie und Melanie ist 25 Jahre. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Was ist es bei dir? Soll ich oder soll ich nicht? Bei mir ist die Frage, ob ich mich von meinem Freund trennen soll oder nicht. Erzähl, was ist los? Wir haben halt ein kleines Problem. Was heißt ein kleines Problem? Mein Freund ist seit 10 Monaten circa in Haft. In Haft. Seit 10 Monaten. Wie lange seid ihr zusammen? Fast 5 Jahre. Oh, schon lange. Ja. So, warum ist er in Haft? Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz. Das heißt im Klartext? Er hat Haschisch von Holland nach Deutschland gebracht. Und hat das vertickert, oder? Bitte? Und hat das verkauft? Nee, nicht wirklich. Aber es müsste schon eine große Menge gewesen sein. Das Problem ist, er ist im Sommer 2004 schon das erste Mal erwischt worden, war also dann auf Bewährung und ist wiedergefahren. Ah ja. In dieser Bewährungszeit. Also von und wie hoch war die Menge, die er bei sich hatte? Das kann ich nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Also ich habe die Papiere noch alle hier rumliegen, aber das war eigentlich Nebensache für mich, weil das Problem ist eigentlich, dass ich... Er ist jetzt seit 10 Monaten in Haft, sagst du? Genau. Und wie lange muss er noch? Voraussichtlich bis September.
Bis September. Mhm. Genau. So, warum überlegst du dich eventuell von ihm zu trennen? Ja, es sind halt so Dinge vorgefallen, wie ich bin in der 9. Woche, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Also da war ich bereits in der 9. Woche schwanger. Mhm. Und habe ihm das gesagt und er hat dann... Moment, aber du bist dann nicht von ihm schwanger? Doch, natürlich, klar. Ach, da war er noch nicht im Knast? Nein, nein, das war also alles davor. Ah ja. Also ich habe ihm gesagt, ich bin in der 9. Woche schwanger und er hat sich dann auch gefreut und toll und klasse und das schaffen wir schon und da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen und ja, und daraufhin habe ich dann gesagt, gut, das werden wir schon schaukeln irgendwie. Mhm. Wir hatten also schon unsere Wohnung und also eigentlich hätte nicht schieflaufen dürfen. Mhm. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe dann in der 14. Woche das ehemalige Arbeitszimmer aufgeräumt, umgeräumt, wie auch immer, habe dann halt diesen Brief gefunden, in dem halt die zweite Verhandlung anstand. Ach so, das hat er dir verheimlicht. Genau. Ach so. Und die zweite Verhandlung, von der wusste er bereits, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und von da an fing dann halt ein Martyrium an, was ich mittlerweile anfange zu verarbeiten. Weil von dem Moment an, wo ich diesen Brief in den Händen halte, wollte ich dieses Kind nicht mehr. Warum? Ich war also bedient. Ich war bis... Also weil du enttäuscht warst und weil er dich hintergangen hat und dir das nicht erzählt hat. Und weil wieder was vorgefallen ist. Genau, er hat mir die Möglichkeit genommen, zu entscheiden. Weil ich denke, ich hätte dieses Kind nicht bekommen. Das weiß ich heute, also heute sehe ich es anders, aber in diesem Moment habe ich gedacht... Nee. Wie meinst du, ich hätte das Kind nicht bekommen? Du wärst nicht schwanger geworden, wenn du es... Nein, ich hätte sie abtreiben lassen. Ich hätte irgendwas anderes gemacht, aber ich hätte dieses Kind nicht auf die Welt gebracht. Wenn du gewusst hättest, dass er wieder... Genau. Ja, warum? Also Alter, warum? Ja, das frage ich mich heute auch. Was hat das Kind damit zu tun? Ja, das Problem ist, das hat also eine Kettenreaktion ausgelöst. Bei mir ist es also so, ich habe eine schwere Wochenbettdepression dadurch gekriegt. Mhm. Habe also von der 14. Woche an nur gehofft, dass dieses Kind sich mehr oder weniger in Luft auflöst. Mhm. Ich habe bei der Entbindung, der erste Gedanke war, alle haben sich gefreut, mein erster Gedanke war, warum bist du nicht tot? Und ich hab gespürt, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, weil so denkt keine Mutter, so darf eine Mutter nicht denken. Ja. Und ich habe damals das aber nicht wahrhaben wollen. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie klarzukommen, irgendwie, das muss schon weitergehen, irgendwie funktioniert das schon und es funktionierte nicht. Es war immer wieder so, dass ich 2 Wochen lang gut klarkam mit dem Kind. Ich konnte sie an mich ranlassen und da brauchte nur irgendeine Kleinigkeit kommen, wie zum Beispiel Konto war leer. Ja. Oder die Miete wurde abgebucht und es war kein Geld mehr da und von da an war wieder das Kind schuld. Also hast du da all deinen ganzen Zorn und deine Antipathie, die du für deinen Freund empfindest, auf das Kind projiziert. Genau. Und wie ist denn das jetzt, heute? Das Kind ist jetzt wie alt? 14 Monate. Wie ist das jetzt? Ja, das kam dann halt so, dass ich im Oktober letzten Jahres einen Schlaganfall hatte, weil ich ständig auf Hochtouren lief. Also ich musste immer wieder gucken, dass ich irgendwie... diesen Spagat schaffe zwischen Mutter sein, arbeiten gehen, Haushalt machen. Dann habe ich meine Schwiegermutter direkt nebenan und es war also wirklich... Da hast du mit 24 oder 25 einen Schlaganfall gehabt. Ja, genau. Und hast dich hoffentlich aber wieder gut erholt davon. Ja, richtig. Also das war auch der Auslöser dafür, warum... also ich musste dann jetzt zu einer Neurologin. Mhm. Und diese Neurologin hat dann zu mir gesagt, was ist wirklich los? Also irgendwas stimmt doch nicht. Mhm. Und daraufhin habe ich dann halt ausgepackt. Ich habe gesagt, das ist vorgefallen. Meine Tochter, die will ich nicht. Die kann von mir aus sich in Luft auflösen. Die ist mir egal. Und sie hat sofort geschaltet. Sie hat sofort gesehen, also irgendwas ist da wirklich nicht richtig. Ja. Hattest du einen Erfolg geführt, dass du heute anders deinem Kind gegenüberstehst? Ja, heute auf jeden Fall. Also heute ist das Kind akzeptiert und du magst es auch. Ja, na klar. Mhm. Aber die ganze Geschichte zeigt ja wirklich, dass da eine Unmenge angestaut ist deinem Freund gegenüber. Ja, das war vielleicht nur noch der I-Punkt, das mit die zweite... Nein, bei mir ist es einfach so, ich habe durch eine Freundin von mir mitgekriegt, was es heißt, ein Kind alleine großzuziehen. Sie hat jetzt 2. Mhm. Und ich habe mir immer geschworen, ich ziehe niemals ein Kind alleine groß. Mhm. Und warst plötzlich in der Situation, dass du dachtest, vielleicht verliere ich den jetzt? Oder, genau. Wieso wird er immer zu straffällig mit Drogen? Kifft er selbst so viel? Ja, also ich habe ihn schon mehr oder weniger als Kiffer kennengelernt. Was macht er vom Beruf? Er ist Lagerist. Ja? Aber er hat einen Job?
Nee, nicht mehr. Nicht mehr, natürlich. Jetzt, ja, nicht. Ja, ist klar, ist klar. Ja. War das auch schon ein Thema immer wieder zwischen euch, dass dir das auf die Nerven gegangen ist, das ewige Kiffen? Am Anfang nicht. Am Anfang habe ich gedacht, naja, kann ich mit leben. Also ich habe mir immer aber wenn jemand, er war immer normal mir gegenüber, also er hat sich jetzt nicht irgendwie großartig anderweitig, also anders verhalten, als es jetzt tut. Ja. Also er ist für mich immer noch ganz normal. Also ich habe es dann immer so gesehen, naja, er ist wenigstens kein Säufer oder was weiß ich, er ist nicht gewalttätig oder sonst irgendwas. Aber starke Kiffer über einen längeren Zeitraum verändern immer ihre Persönlichkeit. Ja. Und das ist genauso anzunehmen wie Alkoholismus. Und ja, man darf das nicht runterspielen, auf keinen Fall. Ja, nein, das tue ich auch nicht. Wie ist denn dein Gefühl für ihn? Ich denke, ich liebe ihn noch, klar. Aber bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ob ich es ihm verzeihen kann. Ich kann einfach von diesem Moment an, den ich nicht vergessen kann, weil... Hat er sich denn irgendwie mal damals, hast du das denn geäußert? Nein. Nein? Er hat sich nicht erklärt? Nein. Er hat auch nicht um Entschuldigung gebeten. Irgendwann hat er gesagt, er hat gepokert. Er hat gehofft, dass der Richter ein Einsehen hat mit ihm, weil er halt Familie hat und da ich halt schwanger bin und so weiter. Aber spätestens da muss doch wirklich auch bei dir die Wut hochgekommen sein, warum er so an diesem Zeug hängt. Ja, und natürlich, klar. Es war lange Zeit so, also ich war schon hochschwanger und wir wussten ja halt, was auf ihn zukommt. Und es war halt so, er hat gedacht, dass er vielleicht nochmal über eine Berufung weiterkommt. Daraufhin wurde dann geraten, Therapie und überhaupt. Und er hat es einfach nicht gemacht. Er hat einfach gedacht, naja, ich pack das sowieso nicht und gehe dann nicht. Naja. Und immer wieder... Also er lässt sich hängen, er lügt und ist träge. Genau. Das ist das typische Verhalten eines Langzeitkiffers. Und er hat das wirklich diesen... ich weiß mittlerweile, dass er die Kurve gekriegt hat. Wie eng ist sein Kontakt im Moment zu ihm? Ja, also er ist am Wochenende hier und unter der Woche auch. Also er ist also nicht im geschlossenen Verzug, sondern er kommt auch nach Hause. Wie, der ist am Wochenende da bei dir und ihr redet nicht über all das, was vorgefallen ist? Ja, doch schon, aber es war halt so, dass ich am Anfang, bevor er halt gegangen ist, habe ich oft versucht, mit ihm zu sprechen. Hat aber nie was gebracht, weil er hat dann immer total abgeblockt. Du hast immer nur Vorwürfe und weiß der denn, was jetzt in dir los ist, dass du ja, so... Ja, das weiß er. Das weiß er. Und, ja, also ich habe ihm das gesagt. Ich habe ihm auch damals, ganz zu Anfang, wo ich noch nicht wusste, was es ist, habe ich ihm auch gesagt, ich sage, dein Kind ist mir scheißegal. Wie reagiert er denn jetzt darauf, wo er schon weiß, dass du eventuell auf dem Absprung bist? Was heißt, dass ich eventuell auf dem Absprung bin? Ich habe ihm oft genug gesagt, dass das so nicht weitergehen kann, dass ich so nicht mehr will. Ja, und was sagt er? Willst du das jetzt alles hinschmeißen und das ganze Jahr und dann hättest du das doch viel früher machen können und er ist jetzt natürlich geimpft durch die Leute, die da sind. Klar, die haben diese Erfahrung alle schon gemacht. Da heißt es dann, die Frau ist mit dem Nachbarn durchgebrannt, die nächste ist mit dem Schwager durchgebrannt und der hat natürlich... Ich finde, eine ganz entscheidende Frage ist einmal, was mit deinen Gefühlen los ist, ob dir Klarheit geschaffen schon genug hast. Also ich denke, wie gesagt, ich liebe ihn schon noch. Ich liebe ihn schon noch ist immer so eine Sache. Ich meine, da sind viele schlimme Warnschüsse vorgefallen. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern ich ihm verzeihen kann. Ja, und das Wichtige finde ich in dem Fall vor allen Dingen, was kommt von ihm? Welches Signal setzt er, dass er sagt, okay, ich will mich auch ändern und ich schaffe eine neue Basis für Vertrauen. Ich höre da nicht so viel raus von dem, was du erzählst. Ja, er will das alles, wenn das alles vorbei ist, also wenn er wieder hier ist, will er halt gucken, dass das nie wieder vorkommt. Also ich denke... Wie wäre denn die Variante? Ich meine, der ist jetzt... Also erstens mal, Kiffen ist auf jeden Fall gestrichen. Ich denke, den Fehler hat er... Also das hat er begriffen. Wie wäre denn... Ich habe am Anfang immer gesagt, wäre er jetzt nicht ins Gefängnis gegangen, ja, wären wir heute nicht mehr zusammen. Oh, das ist natürlich ein Wort. Weil das ist so, er hätte es nicht anders begriffen. Er wollte nicht hören. Ich habe ihm wie wäre es denn, wenn du jetzt so siehst, gut, er ist jetzt noch bis zum Herbst, im September im Knast. Wenn du quasi auch in Anbetracht dessen, dass ihr jetzt eine kleine Familie seid, dass du ihm noch eine Chance gibst bis Ende des Jahres und es dann entscheidest. Ja, ich denke, ich habe auch schon oft gesagt, dass es wohl wahrscheinlich die beste Variante ist, weil im Moment ist es so, dass wir
wenn er hier ist, es fehlt einfach die Routine, es fehlt der Alltag. Mhm. Das ist eine Sondersituation, wenn der jetzt zum Besuch kommt. Genau, er kommt hier hin und hätte am liebsten Friede, Freude, Eierkuchen, was nicht so ist. Ja. Ich habe meinen Alltag und ich muss gucken, dass ich irgendwie mich über Wasser halte. Mhm. Ich halte hier dieses sinkende Schiff halt über Wasser. Mhm. Also aufgrund dessen, was dir passiert ist, auch mit dem Schlaganfall, das ist nämlich äußerst ernst. Und ich weiß nicht, wie sehr die Zusammenhänge da sind. Würde ich gerne, dass du auf jeden Fall jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Mhm. So meine Einschätzung wäre so, vom Gefühl her, gib dem mal bis Ende des Jahres noch eine Chance. Und dann ist aber auch wirklich Schluss, Sollte irgendwie in einer, also sollte es wirklich ansatzweise nur dazu kommen, dass er wieder anfängt zu lügen und wieder anfängt zu kiffen und ständig weg ist, kann er seine Sachen packen und gehen. Dann hat er seine Tochter das letzte Mal gesehen. Ja. So, Melanie, jetzt rufen wir dich zurück. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin berät dich noch eingehender, auch was deinen Krankheitsfall anbelangt. Okay. Alles Gute wünsche ich. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Unser Thema heute: Nachteile. Soll ich oder soll ich nicht? Hier ist Frank und Frank ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank. Ja, in welchem Konflikt stehst du? Ja, das Thema lautet bei dir heute: soll ich oder soll ich nicht? Mhm. Und mein Thema ist: soll ich Selbstjustiz ausüben oder soll ich nicht? Was ist geschehen? Ich habe eine längere Beziehung, 4 Jahre. Mhm. Ich wurde mehrmals betrogen. Vor 4 Wochen, oder 5 Wochen ungefähr, ist meine Lebensgefährtin abgehauen zum Herrn, der sexuell vorbestraft ist, wegen sexuellen Missbrauch an Kindern begangen, ist abgeurteilt, war geständig und hat noch ein Verfahren offen. Mhm. Sie ist dorthin gegangen mit den Kindern. Ich habe dann zu meinem Rechtsanwalt eingeschaltet. Ihr habt Kinder zusammen? Ja, eine Tochter, 3 Jahre. Ja. Hab dann meinen Rechtsanwalt eingeschaltet. Und die Rechtsanwältin hat dann zum Gericht und zum Jugendamt das, was sie aufgegeben haben, durchgeschickt, per Fax. Das Jugendamt hat nichts gemacht, weil die Jugendamt sagte mir, wir wissen nicht, inwiefern der Herr vorbestraft ist. Der Herr Richter hat dann per Computer Einsicht genommen bei der Staatsanwaltschaft, dort Kontakt aufgenommen und hat dann sofort einen Beschluss rausgegeben, die Kinder sind sofort da rauszuholen. Mhm. Sie hat ein Kind aus erster Ehe noch. Mhm. Wie alt ist das? Er ist 14 Jahre. Ja. Ein Junge. Sie hatte mir zusammen eine Tochter, 3 Jahre, und hat ein neugeborenes Baby von 2 Monaten. Das ist auch euer Kind? Nein, da liegt ein Vaterschaftstest vor, weil sie mich damals betrogen hat, habe ich die Vaterschaftstest angefechtet. Mhm. Ja. Jetzt ist der Punkt, wie sie dort hingegangen ist, es hat sie dort aufgehalten, die Polizei hat sie rausgeholt mit dem Staatsanwalt. Sie ist dann zurück nicht in unsere gemeinsame Wohnung gekommen, sondern zum Nachbarn. Mhm. Ich frage dich nochmal. Sie weiß aber ganz genau, was dieser Mann an Vorstrafen... Du wusstest vorher, ja. Das weiß sie alles. Sie weiß alles, was er vorbestraft ist. Okay, ich wollte es nochmal klarstellen. Sie kam wieder, die ist zweimal abgehauen, sie kam wieder und hat gesagt, er hat ein Mädel nur ein bisschen an der Brust gespielt. Er ist 41 und das Mädel war 14. Mhm. Er hat das Mädel nur ein bisschen an der Brust gespielt, mehr war es nicht. Ich habe gesagt, so eine Typen, sag mal eins, wenn sowas ist, die reden immer für sich gut. Ja. Für mich zählt nur, was schwarz auf weiß ist. Inwiefern Selbstjustiz jetzt? Ja, der Haken, Domian, ist, sie hat jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. Ich lebe allein in der Wohnung, in unserer ehemaligen Wohnung. Mhm. Sie hat eine neue Wohnung. Es liegt ein Beschluss davor, dass er nicht an die Kinder ran kann. Mhm. Aber er geht dort ein und aus. Es liegt ja ein Beschluss vor, dass er nicht an die Kinder... Er darf nicht zusammentreffen mit den Kindern? Oder ja, was heißt das genau? Er darf zwar mit ihr zusammentreffen, aber nicht mit den Kindern. Und dennoch geht er dort ein und aus? Dennoch geht er dort ein und aus. Ich habe Beweise... Wissen das die Behörden? Gemacht. Ich gehe seit 3 Wochen gut nicht mehr arbeiten. Mein Arbeitsgeber, der steht wohl hinter mir. Ja. Ich habe Zeugen, die das gesehen haben. Ich habe Zeugen, die sehen, wie er auch rein und raus geht. Mhm. Ich habe dem Betreuer diese Aussagen und diese Schriftstücke per E-Mail gefaxt. Mhm. Er hat es gesehen, jedoch noch wird dagegen nichts unternommen. Was ist jetzt? Was ist deine Überlegung? Ja, marschiere ich da ein, mache dagegen was oder warte ich ab und wende mich an euch, dort mir vielleicht helfen tut? Marschiere ich da rein und mache dort etwas? Wenn er drin ist. Was meinst du damit? Was meine ich, wenn er in der Wohnung ist und hol ihn da raus? Und was, strafbar. Und was willst du da machen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich will bloß die Kleine schützen, mehr nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich da groß tun soll.
ich kann nicht rund um die Uhr da mich hinstellen, aufpassen, dass ich rein oder rausgeht. Gehen deine Gedanken noch weiter, als ihn nur dort aus der Wohnung herauszuschmeißen? Ja, das bringt aber nichts. Was habe ich davon? Er geht wieder rein und wieder rein und wieder rein. Ja, deswegen frage ich, gehen deine Gedanken noch weiter? Irgendwas anderes? Klar gehen die weiter. Bitte? Klar gehen die weiter. Spreche es aus, sonst können wir gar nicht aufnehmen. Die Gedanken gehen weiter. Ich habe noch ein Problem. Ich habe wegen dieser Frau... Ist da, was für Gedanken sind das? Was überlegst du? Komm, sag es, dann wissen wir genau Bescheid. Ich sage so, wie es ist. Ich habe wegen dieser Frau, werde ich wahrscheinlich blind werden. Ich habe grünen Star. Ich habe Löcher in den Augen. Mhm. Ich hätte damals Tropfen nehmen müssen. Die Tropfen hat sie mir nicht gegeben. Dort hinweg habe ich dann... einen Augendruck von 60 gehabt und das nächste Auge ging hoch. Mhm. Wurde operiert, habe Löcher in den Augen, wie gesagt, einen grünen Star und wie lange ich noch sehen kann, weiß ich nicht. Das Einzige, was für mich zählt, mein Leben ist halt kaputt. Mhm. Und was für mich zählt, ich hole nur meine Tochter daraus oder gebe meine Tochter ein besseres Zuhause. Mhm. Meine Tochter, so, jetzt noch meine Frage, was überlegst du mit diesem Mann zu machen? Ich weiß es nicht, Domian. Du hast bestimmt deine Gedanken schon im Kopf rumgesponnen. Ich sag mal, wenn es soweit ist, werde ich bis zum Äußeren gehen. Weil die Justiz mir nicht helfen tut. Bis zum Äußeren gehen, das heißt diesen Mann verletzen oder töten? Ja, sicherlich, na klar, sicherlich. Mhm. Sicherlich, dumm. Frank, das ist, glaube ich, das emotionalisierendste Thema, was man überhaupt so besprechen kann. Wenn ein Kinderschänder konfrontiert wird mit Kindern, mit den eigenen Kindern. Und deine Situation ist wirklich äußerst, äußerst prekär, finde ich. Aber bitte... Bitte, 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 lass die Finger von all solchen Aktionen. Domi, was soll ich machen? Soll ich zusehen, dass meine Tochter in den Müllsack rausgetragen wird? Aber lass uns nacheinander sprechen. Wenn du so etwas tun würdest und wenn du bis zum Äußersten gehen würdest, nimmst du deiner Tochter den Vater auch? Ja, aber so rette ich meine Tochter das Leben. Ja, aber du nimmst ihr den Vater. Und du begehst eine große Schuld, lädst du auf dich, was du denn tun würdest. Mag sein, Domian, mag sein. Aber ich lasse nicht zu, dass man ein kleines Kind mit einer Gernis braucht. Ich finde das auch. Ich finde, was man machen muss, ist, man muss jetzt in dem Fall wirklich trommeln, dass die Behörden überhaupt nicht mehr weggucken können. Und wenn, dann informiere die Zustände, die vielleicht die Zeitung in die Lokalzeitung in deiner Umgebung, informiere die Presse. Wenn, ich habe alles durch. Weitermachen. Wenn dieser Mann da nicht reingehen darf und es ist nachgewiesen, dass er da reingeht, kann auch die Polizei sofort durchgreifen. Die machen aber nichts. Doch, das müssen die machen. Ich habe den Richter angerufen, Domian. Wenn die Sachlage so ist, wie du sie gerade geschildert hast, müssen sie es machen. Sie müssen es machen. Sie kommen in Teufelsküche, wenn dann irgendetwas passiert. Es passieren genug schlimme Sachen in letzter Zeit. Mhm. Bring es an die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, in welcher Stadt du wohnst, in welchem Ort. Da gibt es Zeitungen, da gibt es vielleicht auch lokale Fernseh-, Radiostationen. Mach es öffentlich. Aber halte dich an die Gesetze. Du mir an die Gesetze. Die Justiz soll sich an die Gesetze halten. Der Richter macht einen Beschluss, er darf nicht rein, aber er marschiert da rein. Gut. Ich wende mich an den Richter. Der Richter sagt zu mir, halten sich an das Jugendamt. Das Jugendamt sagt zu mir, halten sich an den Betreuer. Mhm. Der Betreuer sagt zu mir, halten sich an die Polizei. Mhm. Wenn ich nachts da stehe und sehe, dass er da reingeht, seinen Wagen versteckt, rufe ich die Polizei, halten sich an den Betreuer. Und der ist nicht zu erreichen. Mhm. Also was soll ich tun? So, das ist eine absurde Situation. Ich glaube, dass man da vielleicht auch dann wirklich als kleiner Mann, in Anführungszeichen, gar nicht weiß, was man machen soll. Man wird hin und her geschubst. Und wenn irgendwas dann passiert, ja, dann wollen alle es nicht gewesen sein. Mhm. Deswegen ist wirklich zu dieser, gerade dass dieses Thema ist so sensibel. Und alle Leute haben so große Ohren, wenn überhaupt davon gesprochen wird. Bring es an die Öffentlichkeit. Wo ist Domian, warum guckt die Justiz weg? Bei sowas. Das weiß ich nicht. Kind, wenn ein Hund getötet wird, ich weiß es. Ich finde es auch skandalös. Wenn das so stimmt, wie du es gerade beschrieben hast, ist es absolut skandalös. Und ich sage dir, die Kollegen von den Zeitungen werden auf dich, wenn das sofort aufgreifen. Ich bin sicher. Wenn nicht vielleicht sogar jetzt aufgrund unseres Gesprächs hier schon was passiert. Liebe Kollegen, ihr könnt uns gerne anrufen. Wir stellen den Kontakt her mit dem Frank und greift es bitte auf. Legt es offen an den Tag. Schützt dieses Kind. Wenn die Behörden, wenn die Justiz schon schläft oder sie sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, dann muss es über das Medium der Presse laufen. Aber du musst sauber bleiben. Nur so kannst du wirklich rundherum auch für dein Kind da sein. Du musst kämpfen. Soll ich mir später sagen, jetzt ist es passiert, aber ich hätte es verhindern können. Jetzt ist es passiert. Der von Jugendamt, der hat zu mir gesagt, er sieht,
sieht da keine Gefahr und er würde dafür die Hand ins Feuer legen. Wie kann einer vom Jugendamt die Hand ins Feuer legen von Menschen, die er gar nicht kennt? Ja, Blödsinn. Und der von der Justiz, der Richter, der hat sofort einen Beschluss rausgegeben, der Mann muss weg von die Kinder müssen da raus. Mhm. Das ist alles passiert. Mhm. Aber trotzdem marschiert er jetzt ein und aus. Mhm. Und es sind schon vier Wochen. Okay. Vier Wochen, wo ich die Terror dem tue. Okay. Ich brauche am Tag drei Schachteln Backpack und hau meinen Körper voll Kaffee. Okay, der Fall ist klar. Ich finde das gut. Ich finde gut, dass du angerufen hast. Das war der richtige Schritt. Das war der richtige Schritt. Du bist hier auch in einer großen Öffentlichkeit. Und das habe ich gestern gemacht. Ich habe gestern geschattet, habe mich da Rat geholt, hole mich eine längere Zeit schon Rat, was ich machen soll. Und jetzt mir gesagt, Selbstjustiz ist eine gute Wahl, aber geh an die Presse. Mhm. Selbstjustiz ist eine Scheißwahl. Ja, aber die Justiz macht doch nichts, Domian. Warte jetzt mal ab. Du hast jetzt ja schon einen Schritt unternommen. Und ich garantiere dir, dass jetzt daraus weitere Schritte folgen. Wir sind ja auch gerne noch behilflich beim weiteren Publikmachen dieses Falles. Mhm. Aber halte du dich zurück. Sei im Sinne der Selbstjustiz. Sei aktiv bis zum geht nicht mehr. Trommel, dass alle wirklich wach werden. Domian, ich hab letztens schon zu halten gehabt. Ich hab ihm mindestens 20 Mal gesagt, Finger weg von meinen Kindern. Mhm. Finger weg von den Kindern. Mhm. Finger weg. Aber er hält sich nicht daran. Ich hab ihn am Kran genommen, ihm auf die Motorhaube geschmissen, ich sag ihm, die Finger weg von die Kleine. Mhm. Okay. Er macht's nicht. Der Fall ist jetzt klar. Ich hab ihn noch beherrschen können, okay. Und das ist gut. Versprichst du mir jetzt übers Fernsehen, übers Radio, dass du dich zurückhältst? Domian. Dann verspreche ich. Soll ich versprechen? Ich möchte dich nicht im Müllsack raustragen. Nein. Um Gottes Willen. Wenn die Polizei. Wir ziehen jetzt alle Register gemeinsam, dass da etwas in die Gänge kommt. Aber du hältst dich an die Gesetze. Ich habe mir an die Gesetze gehalten. Das schon seit vier Wochen. Aber man wird mir nicht geholfen. So. Nun warten wir mal ab, was jetzt heute passiert nach diesem Gespräch. Okay? Also, liebe, sag mal die Stadt, wo du wohnst. Die Stadt ist ein Sieg zwischen Lengerich und zwischen Osnabrück. Wie gesagt, es ist Lengerich. Zwischen Osnabrück und Münster. Okay, so. Jetzt. In NRW. Liebe Kollegen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das ist ein hochheikler Fall und macht etwas und steht dem Frank zur Seite. So, lieber Frank, jetzt verbleiben wir erstmal so. Ich danke dir, Domian. Meine Nummer, was hat euer Team? Die haben wir ja und das läuft dann alles im Hintergrund. Okay? So verbleiben wir beide erstmal. Gut. Und du bleibst jetzt tapfer bei dir und ziehst nur diese Sache durch, die wir jetzt besprochen haben. Gut. Domian, wenn du das anrufen wollt, ich bin noch lange wach. Ich weiß, dich kann man immer erreichen, das ist mir schon klar bei dem Thema. Ist alles klar. Lieber Frank, ich drücke die Daumen, dass alles sich bald zum Guten regelt. Mhm. Schön, alles Gute, Frank. Tschüss. Ich habe heute gesehen, nach drei Wochen habe ich es heute wieder gesehen. Sie kam zu mir angelaufen, Papa. Und ich muss sagen, sie fest sich mit der Hand, macht die Beine und sagt, ja. Okay. Und Domian Nachbart. Okay. Dann mache ich was. Okay. Lieber Frank, zunächst mal alles Gute und wir werden wohl in Kontakt sein, ja? Gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit der Simone. Und Simone ist 42 Jahre alt. Hallo Simone. Ja, hallo. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen, Domian. Ja, du stehst auch in einem Konflikt. Ja, in einer brikanten Sache. Erzähl mal. Ich hatte 1992 einen islamischen Staatsbürger geheiratet. Mhm. Der kam aus Nordafrika. Mhm. Ich hatte ihn damals kennengelernt mit falschen Papieren. Mhm. Und hatte die korrigiert, da er mir damals zu verstehen gab, er hatte wohl nicht richtig Deutsch verstanden. Wie, du hast die korrigiert, die Papiere? Ja, ich bin extra mit ihnen dann zum Konsulat. Ach so. Dolmetscher hinzugezogen. Ja. Er hatte dann zu verstehen gegeben, er konnte die deutsche Sprache nicht richtig verstehen als Asylant. Mhm. Und somit hat er halt den Namen, wie auch immer, der Name existierte nie, weder in seiner Familie noch in. Mhm. Naja. Ich hatte ihn geheiratet am 24. April 1992. Ja. Von daran ging das Terrarium los. Aha. Ich wurde geschlagen, ich wurde seelisch misshandelt, ich wurde sexuell misshandelt, er hatte sich selber misshandelt, er hat Zigaretten in seinen Arm ausgedrückt, er hat mich sexuell missbraucht. Das heißt, er hat ein Kind hervor, ein 14-jähriger Sohn. Ja. Und ja, eine ganze Weile war Ruhe. Mhm. Ich habe mich 2003 auf Fernscheidung scheiden lassen in Deutschland. Mhm. In dem Glauben, diesen Mann bin ich los. Ja.
Aber? Ich habe vergangenes Jahr im Februar ein Schreiben aus Marokko gekriegt, von einem sogenannten Muezzin, da dort meine Ehe aufrecht bestehen bleibt. Aber die Ehe ist hier in Deutschland geschlossen worden? Die ist in Deutschland geschlossen worden. Einem, er hat die Papiere genommen. In einem deutschen Standesamt? In einem deutschen Standesamt. Er hat meine Dokumente genommen, seine Dokumente genommen, ist nach Marokko geflogen 1994. Und die Ehe ist auch hier in Deutschland geschieden worden. Und du hast auch die Unterlagen in der Hand? Ja, ja. Scheidungspapiere. Er ist 1994 nach Marokko geflogen und hat unsere Ehe dort auf 15 Jahre beglaubigen lassen. Also bin ich in Marokko verheiratet. Wo ist jetzt der Konflikt? So, der Konflikt ist daher, er hat eine zweite Frau 2004, 2003 habe ich mich scheiden lassen im Februar. Ja. 2004 hatte er eine Zwangsehe, musste er eingehen. Dieses Mädchen ist 22 Jahre. In Marokko? Die ist hier in Deutschland. Ach, die ist in Deutschland. Die ist in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Ich kann direkt sagen, Wiesbaden. Und diese Frau hat ein Desaster mit diesem Mann. Ich zähle als seine erste Frau. Er kommt regelmäßig, weil ich ja seinen Stammhalter habe. Ist der erstgeborene Sohn. Er kommt dich besuchen. Er kommt regelmäßig, ja. Er zahlt auch regelmäßig Unterhalt. Wie ist denn dein ja, die Stimmung zwischen euch beiden? Die Stimmung zwischen uns beiden, da verhält sich, als ob er mir nie was getan hat. Als ob er immer im Recht war, als ob nie was geschehen war. Ja. Und gibt mir ständig zu verstehen, dass er Kaufbocht. Dass er was? Über meinen Sohn. Ja. Die Familie wieder zueinander zu bringen. Egal so. Auf welche Art und Weise. So, du hast unsere Sendung, soll ich oder soll ich nicht? Was sollst du? Er hat eine zweite Frau. Ja. Aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor. Die akzeptiere ich. Ich akzeptiere die zweite Frau. Moment mal, jetzt, er ist zwangsverheiratet worden mit einer ganz jungen Frau. Ja. Und er hat noch eine Frau, oder was? Der hat eine zweite Frau von 22 Jahren zwangsliiert gekriegt. Genau. Ich bin die erste Frau, ich bleibe die erste Frau. Und ich habe eben mich damit abgefunden, dass das so halt ist. Das verstehe ich aber noch nicht, was Ich verstehe die zweite Frau, mit der unterhalte ich mich einwandfrei. Ja. Also du siehst dich als erste Frau und da müssen wir mit den Zahlen nicht hineinkommen. Es gibt nicht im Moment zwei Frauen, die er hat, sondern er hat eine Frau und du bist seine erste Frau, von der er geschieden ist. Ich bin die erste Frau, von der er geschieden ist. So, und jetzt die Frage, was soll ich oder soll ich nicht? Was sollst du? Er verlangt von mir ein Zurückkommen. Ein Zurückkommen? Ja. Aha. Und nachdem er dich 12 Jahre gequält hat? Indem er mich 12 Jahre kaputt gemacht hat. In den zwölf Jahren habe ich heimlich 4 Unterbrechungen machen lassen. Die eine war 1992 im Dezember, die andere 94. Also Abtreibung? Ja. Ja. So, Moment mal. Eine 96 und dann eine 99. Ja. Simone, gibt es da überhaupt eine Frage und eine Überlegung? Mein Körper ist nur noch ein Frack. So. Gibt es da überhaupt eine Frage, eine Überlegung? Ich bin nervlich fertig. Gibt es da überhaupt noch eine Frage, eine Überlegung? Was ist denn da los? Was denkst du denn überhaupt noch nach? Der Typ will, dass du zurückkommst und du denkst darüber noch nach? Ich denke darüber nach, weil das im Interesse meines Sohnes ist. Ach, erzähl mir doch nichts. Der Junge ist 14 Jahre alt. Ich habe kein eigenes Selbstbewusstsein mehr. Das heißt, du würdest zurückgehen, du würdest dich auf eine Ehe zu dritt einlassen unter Umständen? Ja, auf Deutsch gesagt würde ich als europäische Frau nach islamischem Gesetz mit dieser Frau und diesem Mann unter einem Dach. Warum will er das? In einer Wohnung leben. Warum will er das? Tja, weil er der Meinung ist, wir gehören zusammen. Und die Frau hat nichts zu sagen. Und zwei Frauen ist besser als eine Frau? Wie bitte? Ich sage, und zwei Frauen ist besser als eine Frau? So denkt er vielleicht? So ungefähr.
Simone, nein, 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 das darfst du nicht machen. Was gibt es da zu überlegen? Wenn du mir das erzählst, was du in diesem Jahrzehnt mitgemacht hast, dann sei... Ich bin geworden, tablettenabhängig geworden. So, dann sei froh, dass du dass die Ehe geschieden wurde im Jahr 2003. Ja. Und der Junge ist 14 Jahre alt. Ja, und sobald wie dieser Mann vor mir steht, ist... wenn er nicht vor mir steht... Hast du Angst? Nicht telefoniert mit mir, bin ich stark. Kommt er, konfrontiert er mich mit seiner Persönlichkeit, ist mein Ich weg. Ich kann nicht mehr selber entscheiden. Ich sage nur noch zu allen Ja und Amen. Hast du Angst vor ihm, wenn du Nein sagst? Ja. Weil er dir dann wieder was antun könnte? Ja. Ich möchte noch eine Frage stellen, die ganz weit zurückgeht. Wie hast du den eigentlich damals kennengelernt? Ich war damals, 1991, da war ich gerade mal, im Alter von 25 Jahren, circa. Hatte über ein Jahr keinen Mann. Ja. Der kam auf den Tanzsaal rein, er hatte lange schwarze Haare, sah bildhübsch aus. Ja. Ähnlichkeit mit Michael Jackson. Die rosarote Brille. Verstehe. So, Simone, ich glaube, das Problem liegt wirklich ganz tiefgründig in dir. Ich habe innerlich, bin ich total zerrissen. Bist du in dieser Zeit, wahrscheinlich nicht in der Zeit, sondern nach diesem Martyrium, bist du psychologisch betreut worden? Noch nicht. So. Ich habe auch noch mit keiner Psychologin gesprochen. So, und das wirst du jetzt gleich hier bei mir machen, zum ersten Mal. Weil, was nutzt alles... alle Ratio-Entscheidung, wenn du innerlich so verletzt bist und an den Verletzungen noch so leidest. Ich kann auch an keinen anderen Mann keine Interesse finden. Nein, das Pferd muss jetzt von der Seite aufgezäumt werden. Du musst eine Betreuung bekommen. Du musst stabilisiert werden, so wie du es gerade gesagt hast. Du musst dein Selbstbewusstsein aufbauen. Das muss alles aufgearbeitet werden, was man mit dir angerichtet hat. Und das ist der allererste Schritt, der ganz schnell unternommen werden muss. Wie das? Ja, kann man aber nicht innerhalb von ein paar Tagen auslöschen. Nee, natürlich nicht. Aber es muss jetzt mal angegangen werden, damit du nicht nochmal einen Rückfall erlebst. Das ist ja das ganz große Problem im Moment. Dadurch die Magersucht gekriegt, ich bin tablettenabhängig. Ja, ja. So, dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Und die wird jetzt daran anknüpfen, was wir besprochen haben. Du brauchst ganz dringend sehr, sehr gute professionelle Hilfe, damit du wieder ein bisschen Boden unter den Füßen oder die Füße kriegst. Zurzeit befinde ich mich in einem schwarzen, tiefen Loch. Das glaube ich. Und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Wir werden versuchen, in dem kleinen Maße, was wir anbieten können, dir zu helfen, Simone. Du legst bitte auf und wirst von der Heide meiner Psychologin zurückrufen. Ich werde nochmal zurückgerufen. Ja, du wirst gleich jetzt im Laufe der nächsten 20 Minuten oder so, oder vielleicht sofort, ich weiß nicht, wirst du zurückgerufen. Ja? Ja. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Ja, und dürfte ich nochmal eine Bitte äußern? Bitteschön, ja. Könnte ich von Ihnen ein Autogramm haben? Ja. Ein Foto? Ja, natürlich. Dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift und wir schicken das. Ja, das wäre sehr nett. Alles Liebe, alles Gute, Simone. Und für den Rat. Ob alles Gute. Ob mir es weiterhilft, weiß ich nicht. Wir gucken mal jetzt, was wir im Hintergrund noch für dich arrangieren können. Ja? Ja. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Jetzt, ihr Lieben, sind wir verbunden mit dem Karl-Heinz. Und Karl-Heinz ist 57. Hallo, guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn deine Zwickmühle, in der du steckst? Ja, ich habe eine Frau kennengelernt. Und ich bin Diabetiker, wir kennen uns jetzt über ein Jahr ungefähr. Und bei mir haut es mit der Potenz nicht mehr hin. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich es ihr sagen oder soll ich es ihr nicht sagen? Also, wie war denn euer Kontakt bisher? Ihr habt euch vor einem Jahr kennengelernt? Ja, der Kontakt ist sehr gut. Wir treffen uns fast jedes Wochenende. Wir wohnen 50 Kilometer auseinander. Ja. Und einmal ist sie bei mir und einmal bin ich bei ihr. Und sie hat schon ein paar Mal geäußert, eben, dass sie mit mir mal schlafen möchte. Und ich habe das immer so ein bisschen weggedrückt. Ne? Ja. Ist sie in deinem Alter? Die ist jünger wie ich, die ist 50. 50? Ja. Ja. Ist der Kontakt denn so schon erotisch und zärtlich? Geht das schon? Ja, das kann man schon so sagen, ja.
Aber das ganze Jahr hast du das so laviert, dass ihr keinen Sex miteinander haben konntet. Ja. Ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, für dich auch eine große Belastung. Ja, sicher. Karl-Heinz, ich sag's dir mal ganz spontan. Ich finde, du musst es hier sagen. Ja. Ja, was ist denn die Alternative, es ihr zu verheimlichen, und der Druck wird immer größer und sie wird das immer seltsamer finden. Es entstehen Spannungen, es ist eine Unehrlichkeit in der Beziehung. Du musst es aussprechen. Ich liebe diese Frau. Und sie liebt mich, also das ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe den Mut nicht dazu. Wie ist das denn? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten von der urologischen Seite, dass man da so ein bisschen nachhelfen könnte? Ja, ich habe schon mal mit Viagra versucht, aber das haut auch nicht so richtig hin. Hast du das unter Begleitung, Betreuung und Beratung eines Urologen? Ja, mit meinem Hausarzt. Mit dem Hausarzt. Vielleicht wäre es ja auch gar nicht so schlecht, wenn du mal wirklich zum Facharzt gehst, zu einem Urologen. Die werden dieses Problem nur wirklich kennen. Ja. Ob es nicht vielleicht irgendwie, es gibt ja so viele Methoden, doch noch zur Potenz zu kommen, wenn es eigentlich auch nicht mehr so funktioniert. Ja, nur ich kenne mich hier nicht gut aus. Ich bin erst hier hingezogen vor kurzem. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie und wo hier was. Na, da guckst du mal ins Telefonbuch unter urologische Praxis und dann suchst du dir einen aus. Und diesen Hausarzt, den kennst du auch noch nicht so gut. Nein. Nee. Ja, aber ich würde da zweigleisig fahren. Ich würde es schon der Frau sagen. Es ist ja keine Schande, es ist eine Erkrankung. Und wenn du es vielleicht sogar in dem Zusammenhang sagst, ja, es ist so, aber ich habe zum Beispiel jetzt einen Termin beim Urologen, um mal gucken, vielleicht kann man ja irgendwas machen, dass sie auch sieht, dass du auch irgendwas unternimmst und versuchst. Und wenn es überhaupt nicht geht, ist es natürlich schon eine Frage, wie sehr sie dich liebt und ob ihr euch irgendwie arrangieren könnt. Ich meine, es gibt viele, viele Paare, die sich sehr lieben, die keinen klassischen Sex haben. Ja. Und wo es dennoch sehr gut funktioniert. Sexualität passiert ja hauptsächlich im Kopf. Und es gibt, ich weiß es aus Gesprächen mit vielen auch behinderten Menschen, die eine andere Sexualität leben als so die klassische, und das funktioniert sehr gut und beide können damit leben. Ja. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist natürlich auch in so einer Beziehung, die dir sehr wichtig ist, ist die Ehrlichkeit. Ja, das liegt mir schon sehr am Herzen, Ehrlichkeit. Das setzt man ja auch voraus. Ja, und ich glaube, sie wird es auch zu honorieren wissen, wenn du ehrlich bist. Sie wird sich schon Gedanken gemacht haben, was ist da los? Ich würde ganz klar sagen, Karl-Heinz, sag es ihr und versuche du auf jeden Fall, dich nochmal gut und fundiert medizinisch beraten zu lassen bei einem Urologen. Ja. Ja? Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Von Herzen, auf Wiederhören. Jo, ich wünsche euch alles Gute, ne? Dankeschön. Weiter. Ich sehe euch sehr oft. Sehr nett von dir. Ja. Tschüss. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. Und hier ist Tina und Tina ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Tina. Soll ich oder soll ich nicht, heißt das Thema. Ja, soll ich oder soll ich nicht, ist ein harter Brocken für mich. Mhm. Ich muss meiner Tochter, die jetzt im Mai 18 Jahre alt wird, sagen, dass ihr Opa ihr Vater ist. Oh. Und ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Du musst es ihr sagen? Ja, es wird vom Jugendamt, weil sie lebt nicht mehr bei mir in der Familie. Ja. Sie lebt in ein betreutes Wohnen. Mhm. Und da wird mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Vicky hätte schon ein paar Mal gefragt danach, ob ihr Vater, wer ihr Vater ist und ob sie das nicht ihr sagen können. Sie möchte es doch gerne wissen. Und da haben sie gesagt, da müssen wir mit der Mama sprechen. Mhm. Und das bitte schön noch vor Ostern vom Tisch, wo ich gar nicht begeistert von bin. Also erstmal verstehe ich das auch nicht, dass die dich da unter Druck setzen. Und schon gar nicht vor Ostern, das ist ja nur schon mal Quatsch. Mhm. Das ist eine so schwierige Entscheidung und ein so kompliziertes Thema, da muss man schon sehr genau und sehr wohl überlegt rangehen. Und ob das nun jetzt gesagt wird oder in einem halben Jahr, ist dann auch egal.
Ja, das ist, wir wollen es aber jetzt haben, um bevor die Vicky 18 ist, damit sie entscheiden kann, wohin möchte sie denn jetzt? Will sie wieder nach Mama zu Hause? Mhm. Will sie da im betreuten Wohnen bleiben, wo sie ja noch ein bisschen hin und her gerissen mhm. ist? Wie lange hat sie denn bei dir gelebt? Bis zu welchem Lebensalter? Bis zum 12. Ah ja, dann ist sie ja schon lange weg von dir. Ja. Warum ist sie weg von dir? Weil ich krank geworden bin. Ich habe multiple Persönlichkeiten mit Psychoschüben. Und da war es nicht mehr in der Lage gewesen, mich richtig um die Kinder zu kümmern. Es gibt mehrere Kinder. Bitte? Es gibt mehrere Kinder? Es gibt mehrere Kinder, ja. Es gibt eine 22-jährige Tochter, ja, und einen 25-jährigen Sohn. Sind die anderen Kinder auch von deinem Vater? Nein, Gott sei Dank nicht. Also dein Vater hat dich vergewaltigt? Ja, ja, ja. Und daraus ist das Kind entstanden. Richtig. Hast du denn dieses Kind, als es dann geboren wurde, hast du das annehmen können? Hast du das gemocht? Nein. Nein. Es kam erst im Alter, wo die 3 war. Da musste ich zu einer Gebärmutterentfernung ins Krankenhaus. Und da hat man mir gesagt, wie viel Milligramm das gerade sind, was das Sperma ist vom Mann. Und das andere macht die Frau ganz alleine. Und danach, ich habe der Gynäkologin geglaubt und habe dann danach die Vicky in den Arm nehmen können. Weiß dein Vater, dass er der Vater seines Enkelkindes ist? Ja, er hat dafür auch 7 Jahre im Knast gesessen. Ach so, es ist alles aufgedeckt worden. Ja. Lebt der Mann noch? Ja, ja, leider. Ja. Hast du noch Kontakt zu dem? Nein. Absolut kein Kontakt. Meinst du, dass deine Tochter in irgendeiner Weise etwas ahnt? Also im Jahr, im ihr Alter vom 6. Lebensjahr, da hat sie mich mal in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, sag mir doch endlich mal, wer mein Papa ist. Marcel und Pamela haben ihren Papa, nur ich habe meinen Papa nicht. Ja, okay, das kann ja noch, gut, da ist sie 6 Jahre alt, da ahnt sie noch nicht, dass das der Opa ist. Jetzt ist sie fast 18. Meinst du, dass sie so eine Ahnung hat, dass da so was Schlimmes passiert ist? Ich habe mit ihr gesagt, es dauert eine lange Zeit, bis ich ihr sage. Also sie weiß schon, dass da ein etwas Geheimnisvolles, Schlimmes irgendwie ist. Ja, dass da was geheimnisvoll ist und was auch sehr schlimm ist. Das heißt, sie wird sich damit auch beschäftigen und für sie ist das auch eine Belastung. Sie ist nicht völlig ahnungslos und völlig getroffen, wenn irgendwas gesagt wird. Ja, so wird diese Fragestellung, würde wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso an dich herangetragen von ihr. Mhm. Wie ist denn dein Kontakt zu ihr so in den letzten Jahren? Ja, wir haben wöchentlichen Kontakt, wir schreiben Briefe, stehen im Briefkontakt drin, das sind immer auch sehr liebe Briefe. Besucht ihr euch auch? Nein. Gar nicht? Das heißt, wie viele Jahre hast du deine Tochter nicht gesehen? 6 Jahre. Sechs Jahre? Ja. Hast du sie gar nicht gesehen? Gar nicht gesehen. Wie kommt das? Ging das nicht, sie mal zu besuchen? Ich bin immer wieder zum Jugendamt gegangen und habe gefragt, warum ich meine Tochter nicht sehen kann. Ja, Frau Feger, Sie wissen, Sie sind krank. Und dann können wir das nicht zulassen, dass das Kind zu Ihnen kommt. Weil man nicht weiß, ob wieder ein psychotischer Schub kommt. Ich finde ganz merkwürdig, dass die dich als kranke Frau so unter Druck setzen und von dir diese Entscheidung jetzt fordern. Das finde ich ganz merkwürdig und da würde ich gerne jetzt im Hintergrund mal ein bisschen nachforschen mit Hilfe meiner Psychologin, denn das muss man schon sehr sensibel und sehr vorsichtig angehen. Ja. Meine Sendung ist jetzt vorbei. Wir werden dich aber zurückrufen, Tina, und in Ruhe das beraten, was zu tun ist. Okay? Kriegst du noch ein Autogramm von dir? Ja, du schreibst gleich, sag gleich deine Anschrift, okay? Gut, danke. Alles Liebe, Tina. Wir rufen gleich zurück. Jo, ciao. In der Technik heute Nacht.